In diesem Video möchte ich dir erklären, warum bei dir die Estimative Index Düngemethode nicht funktioniert. Hey Leute, hier ist wieder Tobi von AquaOwner, dem deutschen Aquascaping-Kanal. Und in diesem Video möchte ich mal wieder auf das Thema Estimative Index zurückkommen. Ich habe ja schon sehr, sehr früh auf diesem Kanal ein Video darüber gemacht, wie die Estimative Index Düngemethode funktioniert. Ich blende das Ganze nochmal hier oben rechts in der Ecke ein. Schau es dir nochmal an, damit du weißt, wie das Ganze abläuft, wie das funktioniert. Das hat, ehrlich gesagt, so ein bisschen so einen Trend losgetreten. Ich merke das in meiner Gruppe, ich merke das auch in anderen Gruppen, dass sehr viele Leute, wenn sie ein Becken neu einrichten, diese Düngemethode nutzen wollen. Das ist ja auch verständlich, denn die Düngemethode ist sehr, sehr simpel. Man muss keine Wassertests machen, man muss nichts messen, sondern man sagt einmal so, das ist jetzt meine Menge, dann haut man die da ins Becken, macht jede Woche Wasserwechsel und dann sprießen die Pflanzen wie blöde. So zumindest die Theorie. Wichtig dabei ist aber, die Estimative Index Methode hat drei ganz konkrete Voraussetzungen und wenn die nicht erfüllt sind, dann funktioniert das nicht. Ja, denn Estimative Index basiert darauf, extrem viele Nährstoffe in das Becken reinzuhauen und zwar mehr, als die Pflanzen verbrauchen können. Deshalb ist auch der wöchentliche Wasserwechsel am Ende wirklich Pflicht, der gehört dazu, den darf man nicht auslassen, denn der sorgt dafür, dass die Nährstoffe aus dem Becken wieder rausgeholt werden, die bis zu dem Zeitpunkt nicht verbraucht wurden. So, was sind jetzt aber diese drei konkreten Voraussetzungen? Ich habe die in meinem Estimative Index Video auch schon angesprochen, aber da ich eben gemerkt habe, dass viele Leute mit der Estimative Index Methode doch Probleme haben, will ich die einmal nochmal hier explizit aufführen und ich rate dir wirklich, wenn du diese drei Punkte nicht bestem Gewissen nach abhaken kannst und sagen kannst, ja, das passt in meinem Becken absolut, dann ist Estimative Index nicht die richtige Düngemethode für dich. Dann solltest du anders düngen. Am besten dann tatsächlich mit Wassertest, mit Einzelkomponentendüngung oder mit einem normalen NPK-Dünger und dazu einem Eisendünger. Denn der Estimative Index-Dünger, obwohl er auch ein NPK-Dünger ist, er enthält also die Makronährstoffe NPK, aber das Verhältnis zwischen den Nährstoffen ist anders als in einem klassischen NPK-Dünger. Deshalb auch da, wenn Estimative Index nichts für dich ist, benutze eine andere Düngemethode. Dieser Dünger ist wirklich nur dafür geeignet, wenn die folgenden drei Faktoren eingehalten werden. Faktor Nummer 1, viel Licht. Und mit viel Licht meine ich etwas in Richtung 40 bis 50 Lumen pro Liter mindestens. Alle meine Becken hier betreibe ich mit über 50 Lumen pro Liter. Mein 60P da vorne, das neue Becken, das läuft zum Beispiel mit 70 Lumen pro Liter. Um Estimative Index effektiv einsetzen zu können, muss für die Pflanze so viel Licht da sein, dass sie niemals ins Stocken kommt, was die Nährstoffaufnahme und die Photosynthese angeht. Und dafür muss viel Licht über dem Becken sein. Minimum 40 bis 50 Liter. Ich würde es eigentlich besser finden zu sagen, Minimum 50 Lumen pro Liter. Faktor Nummer 2, viel CO2. Und mit viel CO2 meine ich nicht 20 Milligramm, sondern mehr. Ich benutze in meinen ganzen Becken die 20 Milligramm pro Liter Testflüssigkeit in den Dauertests. Ich gucke aber, dass ich die Dauertests immer gelb halte. Ich finde, dass man den Umschwung von grün zu gelb besser sehen kann als von blau zu grün. Deshalb benutze ich lieber die Testflüssigkeit mit dem geringeren Wert und gucke, dass meine Tests gelb sind. Ich finde das für mich persönlich einfach besser ablesbar. Aber generell würde ich sagen, 30 Milligramm pro Liter ist für Estimative Index Pflicht. Und das ist etwas, was du mit Bio-CO2 zum Beispiel nur sehr, sehr schwer, wenn nicht überhaupt gar nicht hinkriegst. Ja, also Estimative Index ist eine Düngemethode für High-End-Becken, das muss man einfach so sagen. Und der dritte Faktor, und das ist der wichtigste überhaupt, du musst viel Pflanzenmasse in deinem Becken haben. Und mit viel meine ich viel, also richtig, richtig viel. Ich habe dir zu dem Zweck mal hier meine drei Becken aufgenommen. Wir fangen mal an mit meinem Iwagumi, mit dem Tropica-Testbecken sozusagen. Bei dem Becken ist es so, der komplette Boden ist komplett zugewuchert mit HCC. Ich habe rechts in der Ecke noch meine Vallisneria nana und ich habe noch eine sehr stark wuchernde Hydrozotyl-Tripatita. Dieses Becken ist nicht für Estimative Index geeignet. Es hat viel CO2, es hat viel Licht, aber die Pflanzenmasse ist viel zu gering. Da sind viel zu wenig Pflanzen drin, um mit dem Nährstoffangebot der Estimative Index-Düngung klarzukommen. Du siehst also, selbst wenn der Boden komplett zugewachsen ist, bedeutet das nicht, dass dein Becken stark bepflanzt ist. Eine starke Bepflanzung machst du davon abhängig, wie viel Wassersäule, also wie viel Volumen im Becken von den Pflanzen eingenommen wird. Nicht wie viel Bodenfläche bedeckt ist. Was die Bodenfläche angeht, ist das Iwagumi wahrscheinlich mein stärkstes bepflanztes Becken überhaupt. Ja, weil der Boden wirklich komplett zu ist mit dem HCC. Aber auf das Volumen betrachtet im Becken selbst, ist das halt nur so eine 1 bis 2 cm hohe Schicht und das war's. Und der Rest ist freies Wasser.
Da sind keine Pflanzen drin, ja, von der Wallisneria in der Ecke mal abgesehen. Aber auch das sind ja nur so ganz schmale Blätter. Deshalb, das Volumen der Pflanzen in dem Becken ist sehr gering. Ich würde es jetzt nicht als geringe Bepflanzung einstufen, ich würde es irgendwo einstufen zwischen gering und mittel. Aber auf jeden Fall nicht für Estimative Index geeignet. Mein neues Mini-M, was ich hier eingerichtet habe, geht schon eher in so eine Richtung. Das ist nämlich so, da habe ich den kompletten Boden bepflanzt und ich habe hinten links und rechts noch ein Büschel Rotala Atra, die wirklich stark wuchert und auch bis zur Wasseroberfläche wirklich Volumen im Becken einnimmt. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, ich habe quasi nichts im Mittelgrund, das heißt, ich habe nur diese beiden Büschel und dann den Bodendecker. Die zwei, drei Stängel Helanthium tenulum lasse ich jetzt mal aus, weil ist nicht viel. Der Bodendecker ist noch nicht komplett dicht. Ja, also auch da ist noch eine freie Lücke, das bedeutet, da fehlt noch Pflanzenmasse. Und deshalb ist dieses Becken jetzt aktuell meiner Meinung nach auch nicht für Estimative Index geeignet. Wenn der Bodendecker irgendwann komplett zugewuchert ist und die Rotala Atra noch ein bisschen größer und ein bisschen buschiger wird, dann würde ich wahrscheinlich probieren, dieses Becken mit Estimative Index mal zu düngen. Aber auch da müsste man vorsichtig sein, weil das Becken ist dann zwar kräftig bepflanzt, aber ich würde es dann eher zwischen mittel und stark bepflanzt einordnen und nicht sagen, dass es auf jeden Fall stark bepflanzt. Zuletzt mal mein 60p. Das 60p würde ich jetzt tatsächlich als stark bepflanzt bezeichnen, denn es besitzt auf allen Ebenen Pflanzen, wir haben sehr viele große Hintergrundpflanzen, auch schnell wachsende Hintergrundpflanzen, die Nährstoffe ziehen, wir haben viel im Mittelgrund und wir haben vorne einen Bodendecker davor. Aber das Hardscape in diesem Becken nimmt viel Volumen ein. Da ist sehr viel Holz drin, da ist einiges an Steinen drin. Die Bodendeckerfläche vorne ist sehr schmal und alle Mittelgrundpflanzen sind super langsam wachsend. Ja, das sind Bucephalandras, Anubias und Javafarn. Das bedeutet, das Einzige, was wirklich schnell wächst und extrem viel Nährstoffe ziehen kann, ist die Masse an Rotala Atra im Hintergrund. Deshalb würde ich auch dieses Becken als zwischenmittel und stark bepflanzt einstufen. Es geht deutlich stärker und es geht auch vor allem besser, was schnell wachsende Pflanzen angeht. Auch das Becken werde ich vermutlich irgendwann mal mit Estimative Index testen, wenn mein jetziger Düngertest da mit dem ADA-System abgeschlossen ist. Aber es wäre halt auch nicht so mein optimales Becken für Estimative Index, weil eben auch vergleichsweise viel langsam wachsende Pflanzen drin sind, die einfach mit dem Nährstoffangebot in der Zeit nichts anfangen können. Ja, also auch das musst du mit da rein faktorieren. Ich möchte dir mit diesem Video deshalb klar machen, was ist halt eigentlich diese starke Bepflanzung, die man für ein Estimative Index Becken wirklich braucht, damit es gut funktioniert. Und du siehst, alle meine Becken hier sind nicht die perfekten Estimative Index Becken. Das Iwagumi schon mal gar nicht. Bei den anderen beiden können wir drüber reden, wenn sie komplett eingewachsen sind und wenn die Pflanzen auch noch mehr Volumen einnehmen. Aber jetzt zum aktuellen Zeitpunkt würde ich keines meiner Becken mit Estimative Index düngen. So, ich hoffe, das hat dir nochmal klar gemacht, was genau die Voraussetzungen für diese Düngemethode sind. Und bitte überleg dir wirklich ganz genau, ob das zu deinem Becken passt, ob das auf dein Becken zutrifft, ja oder nein. Ich verstehe vollkommen, warum die Estimative Index Düngemethode so beliebt ist, weil sie ist sehr, sehr einfach. Man hat nur zwei Düngerflaschen, man braucht keine Wassertests und man muss sich um wenig kümmern. Das ist sehr einfach, das ist sehr angenehm. Aber diesen Komfort, den erkauft ihr euch halt mit hohen Voraussetzungen, was das Becken von vornherein erfüllen muss. Deshalb, wenn du planst, ein neues Becken einzurichten und du willst das mit Estimative Index Düngemethode düngen, dann achte darauf, dass wenn du dieses Becken bepflanzt, dass da nirgendwo irgendeine freie Stelle bleibt, wo keine Pflanzen sind. Der Bodengrund muss vollständig bepflanzt sein, ja, und du solltest halt auch eine Menge Stängelpflanzen haben, die wirklich Volumen im Becken einnehmen, damit das Ganze halt von der Pflanzenmasse auf das Volumen des Beckens bezogen auch wirklich viel ist. So, damit bist du jetzt hoffentlich bestens ausgerüstet und weißt genau, ob jetzt bei dir die Estimative Index Methode funktioniert oder du weißt jetzt auch, warum sie bei dir vielleicht nicht funktioniert und musst dann einfach mal nach einer Alternative Ausschau halten. Ich habe ja hier auf meinem Kanal auch noch andere Düngemethoden mal ausprobiert. Ich werde auch in Zukunft noch andere Düngemethoden ausprobieren. Aktuell teste ich noch die Tropica-Dünger, ich teste das ADA-Düngesystem und ich habe auch noch einen ganzen Satz von C-Chem, von den C-Chem-Düngern hier, die ich auch noch mal in Zukunft durchtesten werde. Das heißt, es gibt auf jeden Fall Alternativen. Es ist halt eben so, dass Estimative Index hohe Voraussetzungen hat, die einfach erfüllt werden müssen, sonst hast du damit keinen Spaß und holst dir sehr schnell eine Algenplage ins Becken. Und genau das will man ja mit einer guten Düngung, mit einer gut eingestellten Düngung vermeiden.
So, ich hoffe, das war wieder hilfreich für dich. Ich hoffe, das Video konnte dir so ein bisschen was Neues erzählen. Wenn es dir gefallen hat, gib mir nur bitte einen Daumen nach oben und abonniere diesen Kanal, denn dann verpasst du keine weiteren Videos mehr in der Zukunft. Und ich blende jetzt hier an dieser Stelle wie immer noch zwei weitere Videos ein, die dich vielleicht interessieren könnten. Schau da auf jeden Fall auch mal rein. Schau dich noch ein bisschen auf meinem Kanal um. Ich habe eigentlich zu vielen Fragen des Aquascapings mittlerweile schon was gemacht. Also, wir sehen uns jetzt beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao, ciao.